Ey, das kommt sowas von aufs Pflichtprogramm für jeden, der Japan besucht. Die Mission ist nicht unbedingt gescheitert, weil ich habe was richtig Krasses dazugelernt. Yes, Street Food, es gibt Street Food. ChatGPT, du bist mein Bro, Digga. Ey, ChatGPT, kann ich noch ein bisschen weiter schlafen? Nein, du Vollhorn, steh auf, Mann. Dann steh ich halt auf. Tokio ist eine Mega-Millionen-Metropole. Es gibt so viele Tausende von Angeboten, so viele Dinge, die man machen kann. Und deswegen lasse ich mir heute den ganzen Tag von ChatGPT bestimmen. ChatGPT, stelle mir 5 Aufgaben für Tokio. Aufgaben sollen abwechslungsreich und etwas schwer, aber vor allem lustig und voller Abenteuer sein. Außerdem musst du bei jeder Aufgabe ein Hindernis einbauen. Let's go! Und hier haben wir auch schon unsere erste Aufgabe. Aufgabe 1. Suche den berühmten Tsujiki Fischmarkt auf und probiere dort ein frisches Gericht. Auf dem Weg dahin musst du dir von 5 Personen ein High Five abholen. Die Japaner sind ein sehr schüchternes Volk. Wie gut das klappen wird, werden wir sehen. Hier der größte Flex für meine Zuschauer aus Deutschland. Meine Bahn ist pünktlich. Ich bin erst bei der Haltestelle angekommen, habe immer noch kein High Five bekommen. Aber das kommt alles jetzt. Jetzt erstmal zum Fischmarkt. Oh, andere Richtung. Das sieht hier schon mal richtig aus. Ja, das sieht nach einem Fischmarkt aus. Suchen wir uns doch mal was Leckeres raus. Und ja, ich habe die High Fives nicht vergessen, Leute, aber es ist irgendwie unangenehm. Zum Beispiel ohne ChatGPT wäre ich niemals auf diesen Ort gekommen. Das war ein richtig guter Tipp. Danke, ChatGPT. Überall diese... Gerüche vom Essen. Ich liebe einfach Essen. Mit der Nase, da nehme ich jede einzelne Geruchsknospe auf. Ich werde jetzt so eine Muschel probieren. Also so sieht das Ganze aus. Sieht lecker aus, um ehrlich zu sein. So schwer mit den Chili zu essen. Schmeckt sehr, sehr einfach krass nach Fisch. Aber lecker. Ja, Mann, ist geil. Machen wir noch mal ein bisschen Zitronensauce rein. Oh, macht auf jeden Fall Zitronensauce rein, das schmeckt dann noch geiler. Oh mein Goodness, Digga. Boah. Hab nicht damit gerechnet, dass es so lecker ist. Geil, das hat sich gelohnt. 1500 Yen, das hat sich gelohnt. Mit der Zitronensauce dann noch so schön drauf und dann dieser zitronige Nachgeschmack. Mmh. Boah, ich schwöre, das war lecker, Digga. Can I get a high five? Nein. High five? High five? High five? High five? You don't know high five? Okay. Digga. Die kennen ja kein High Five. Die kennen ja einfach kein High Five. Der hat mich angeguckt, als ob ich gesagt habe, zieh dich mal aus oder so. Ey, das muss ich jetzt nochmal probieren. Das kann doch nicht sein, dass die kein High Five kennen, Digga. Das kennt doch die ganze Welt. Also wie ihr sehen konntet, das ist auch die richtige Adresse für frischen Sushi. Aber Japan ist auf jeden Fall die falsche Adresse für High Fives. High Five? No, okay. High Five? No? Okay. Die kennen ja einfach kein High Five. Digga, wer kennt kein High Five? Da ist denen was richtig Großes in der Kultur verloren gegangen. Die Mission ist nicht unbedingt gescheitert, weil ich habe was richtig Krasses dazugelernt. Sometimes you win and sometimes you learn. Und ich habe mich ein paar Mal blamiert. Ich finde, das macht es wieder gut. Aufgabe 1 war richtig geil. Danke, ChatGPT. ChatGPT, ich bin bereit für Aufgabe 2. Aufgabe 2. Futuristischer Shibuya Scavenger Hunt. Begib dich in das belebte Viertel Shibuya, aber diesmal mit einer unterhaltsamen Aufgabe. Du bist auf einem Scavenger Hunt. Deine Aufgabe ist es, 5 verschiedene und einzigartige Dinge in Shibuya zu finden. Jetzt kommt die Aufgabe. An einer belebten Stelle musst du dich von jemandem filmen lassen und wie Tarzan auf deine Brust trommeln. Na, wenigstens keine High Fives. Auf nach Shibuya. Shibuya ist echt einer meiner Lieblingsstadtteile. Und als ChatGPT mir die Aufgabe gestellt hat, war mir klar, als erstes komme ich zu der Statue von Hachi. Das ist dieser Hund, der so lange auf sein Herrchen gewartet hat, bis er selber gestorben ist. Herrchen ist irgendwie gestorben. Oder da gibt es auch einen Film zu. Kennt ihr alle wahrscheinlich die Geschichte. Aber ganz ehrlich, das beweist einfach nur noch mal wieder, Hunde sind die besten Tiere. Can you hold this for me? Das ist eine Kamera. Okay. Okay.
Thank you. Und damit habe ich auch noch gleich meinen Sidequest erfüllt. Ich bin immer noch ein bisschen rot, aber egal, ich habe es erfüllt. You'll be back. You look like from the Purge. You know Purge? Das wäre dann Nummer 2. Ich sehe was Interessantes, was Außergewöhnliches. Das ist hier so ein Laden, der ist einfach nur, der verkauft einfach nur so Pokémon-Karten. Zwar Tausende, wenn nicht sogar Millionen. Oh, nicht nur Pokémon, hier ist auch zum Beispiel One Piece. Ah, guck mal, das sind spezielle Karten. Also man darf eigentlich gar nicht die Karten filmen, weil die Preise wohl hoch und runter gehen werden an der Börse und dann könnte es Beschwerden geben, bla bla, warum war es im Video billiger. Aber ich habe, was ich habe und das ist ein interessanter Laden und damit Nummer 3 abgehackt. Also das ist so eine andere Art Spielehalle. Wir hören kann richtig laut, da kannst du so Kugeln gewinnen. Was genau die Spieler habe ich nicht gecheckt. Die Kugeln bringen Punkte und mit den Punkten kannst du dann Sachen abholen. Das ist nochmal was ganz anderes, deswegen ist das hier Nummer 4. Viele von diesen Spielen sind sehr sexualisiert. Und natürlich darf man auch hier wieder nicht filmen. Ich wurde jetzt mehr oder weniger gebeten zu gehen. Zeige ich euch noch einen absoluten Geheimtipp hier, den Miyashita Park. Die Namen sind schwer, Digga. Gib mir nicht die Schuld. Warum ist denn Geheimtipp? Hier hängen die ganzen Locals ab. Das hat mir mein Cousin hier verraten und der weiß das von seinem japanischen Kumpel. Also wer Locals kennenlernen will, also Einheimische, mit den Japanern chillen will, wer die vielleicht ansprechen will, was auch immer, kann hierher kommen. Und ich zeige euch jetzt auch ganz genau, wo. Zweifach auf das oberste Stockwerk kommen. Da gibt es sowas wie eine Art Park, Cafés. Man kann Fußball spielen, Basketball spielen, Skateboarden. Kleine Version von Hachi. Ui, du braver Hund. Jedem Band Szene. Wer Bock hat auf K-Pop-Tänze, kann hier zu diesem Park kommen. ChatGPT, lass mich hören, was deine Aufgabe 3 ist für mich. Yes! Street Food, es gibt Street Food, es gibt Street Food. Aufgabe 3, Street Food Safari. Erkunde die lebhaften Straßen Tokios und probiere mindestens 5 verschiedene Arten von Street Food. Deine Aufgabe dabei ist, mindestens ein Dessert zu probieren und ein scharfes Gericht. ChatGPT, du bist mein Bro, Digga. Wer Japan sagt, muss auch Reis sagen. Jetzt habe ich mir so einen Reisball mit Sojasauce geholt. Hat so ein bisschen was von Honig, ist sehr lecker. Geile Konsistenz. Mmh. Ja, sehr gesagt, sehr famous in Japan. Schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Magnifique. Das ist Eis aus grünem Tee gemacht. Habe ich noch nie gegessen und dabei habe ich 3 Jahre in einem Eiscafé gearbeitet. Jetzt der erste Probierer live vor der Kamera. Schmeckt wie die süße Version von grünem Tee. Echt lecker und vor allem wie am 38 Grad richtig erfrischend. Mmh. Lass mal was anderes. Richtig Schokolade. Ich liebe es, wenn es so richtig Schokolade ist. Nicht so halb Schokoladegeschmack, sondern so richtig, so eine Schokoladentafel reinbeißt und dann mit Erdbeere. Also, dass die Japaner so gutes Essen hatten, das wusste ich ja. Aber dass deren Desserts auch so lecker sind, das wusste ich nicht. Hier habe ich doch mal was Nices gefunden. Was nämlich? Ich nehme Shrimps. Das ist ein Omelette mit Shrimps innen drinne. Ah, die können richtig gut würzen, die Japaner. Diese mit Seetang. Und weil ChatGPT mir aufgetragen hat, was Scharfes zu essen, hier habe ich nochmal fett scharfe Soße draufgepackt. Ey, da läuft mir das Wasser im Munde zusammen, ich schwöre.
Also ich weiß nicht, mit was sie das würzen, ist mir auch egal, aber es schmeckt richtig lecker. Hier nochmal jetzt so ein Querschnitt. Also ich bin eigentlich fast schon satt, aber ChatGPT hat 5 gesagt, dann wären noch 5 gegessen. Also das ist jetzt nicht wirklich Fast Food. Ich habe mich einfach reingesetzt. Ich dachte, das ist ein ganz normales Restaurant. Aber jetzt grill ich hier mein Fleisch selber und habe hier diese Platte bekommen. Hier so Reis natürlich dazu, dann so 100 Gramm Fleisch, ein bisschen Salat. Was ist hier drin? Ah, eine Suppe oder Soße? Oh ja, Wasser, Erde, Luft. Ey, danke ChatGPT. So geil. Richtig gut gewürzt. Du kannst es genauso zubereiten, wie du es magst. Ich mag es eher englisch. Oh mein Gott. Danke, ChatGPT. Danke. Ey, das kommt sowas von aufs Pflichtprogramm für jeden, der Japan besucht. Diese Self-Grill-Restaurants. Fleisch ist so geil gewürzt. Das ist so richtig. So diesen Geschmack in mich aufsaugt. ChatGPT, ich küsse dein Herz. Das war so unerwartet gut. Ich freue mich schon richtig auf Aufgabe 4. Aufgabe 4. Magische Momente im Meiji-Schrein. Besuche den beeindruckenden Meiji-Schrein im Herzen von Tokio. Deine Aufgabe besteht darin, einen Moment der Stille und Achtsamkeit zu finden. Nimm dir Zeit, um im schönen Waldgelände des Schreins spazieren zu gehen, meditieren oder einfach die Ruhe zu genießen. Deine Aufgabe dabei ist, ein Selfie mit 2 Fremden zu machen. Ich hoffe, die wissen, was ein Selfie ist und das endet nicht wie bei High Five. Take a picture together. Sieht hier original so aus, wie man Schreine aus den Filmen kennt. Und hier darf man keine Videos und Fotos machen. Und weil es diesmal eine heilige Stätte ist, respektiere ich das natürlich auch. Digga, einfach zufällig eine deutsche Dings erwischt. Das war, ich schwöre, gerade zufällig. Hier kann man auch seine Gebete aufschreiben und das dann da reinwerfen. Und genau das werde ich jetzt machen. Also die Tempelanlage ist echt groß. Wie gesagt, wie in so einem Film. Der Park ist richtig groß. Es gefällt mir richtig gut. ChatGPT, ChatGPT in meiner Hand. Was ist die letzte Aufgabe in diesem Land? Ja, nebenberuflich bin ich Rapper. Was Aufgabe 5 ist, verrate ich euch nicht jetzt. Das werdet ihr gleich sehen. Das Einzige, was ich euch verrate, ist, es geht zu meinem Lieblingsstadtteil oder einem meiner Lieblingsstadtteile, Odaiba. Ich bin jetzt im Seaside Einkaufszentrum, aber was ich hier mache, verrate ich euch immer noch nicht. Ist wirklich wie so eine Bombe. Ich werde im Casino spielen. Nein, werde ich nicht, keine Sorge an. Das habe ich nur für meine Mama gesagt. Ich bin nicht groß genug. Ich bin in eine Spielehalle gekommen, aber was ich hier genau machen werde, seht ihr gleich. Ihr seht schon mal, dass ich Bock drauf habe. Er hat einfach auf mich geschossen. Digga.
Es gibt einfach eine fucking Achterbahn in diesem Gebäude, in dieser Spielhalle. Wie next level ist das bitte? Wie ihr gesehen habt, Virtual Reality, dafür bin ich auch hergekommen. Ich habe gerade dieses Virtual Reality ausprobiert. Ich durfte meine Kamera leider nicht mitnehmen, mit reinnehmen und man kann es auch nicht wirklich zeigen, aber das ist einfach krass. Du kommst hier wirklich... Ich versuch's mal gleich nochmal auf dem Bildschirm zu zeigen, wie es aussieht. Aber du bist einfach da an dem Ort, kein Zweifel, Digga. Es ist nicht irgendwie so, dass du denkst, ah, Computerprogramm, dies, das, nein. Setz die Brille auf und du bist in einer anderen Welt. Krank. Und so sieht das Spiel dann aus, wenn man die Brille auf hat. Und dann muss man so von Tower zu Tower springen und die Tower in seine eigene Farbe umfärben. Und es sieht einfach so krass echt aus, als ob du wirklich da wärst. Hammer. Willkommen in der Zukunft. Und damit habe ich erfolgreich die letzte Aufgabe von ChatGPT erfüllt. Jabba dabba du!